Jetzt nehmen wir diesen Algorithmus und machen uns Gedanken zu einer vernünftigen Datenstruktur, dass wir sozusagen das reduzieren können. Ja, wir hatten, was hatten wir? Wir hatten bei dem Merge Sort, hatten wir, was war nochmal die Laufzeit von dem Merge Sort? Das war O n log n. Wir hatten, gehen wir einmal ganz kurz durch hier, wir hatten Insertion Sort. Der hat auch n Quadrat, aber im Mittel, was hat der im Mittel? Wissen Sie das noch? O von n log n. Insertion Sort, was hatte der? Da haben wir auch O von n Quadrat. So, und was wir jetzt machen wollen, wir wollen sozusagen diesen Algorithmus hier mit quadratischer Laufzeit, den wollen wir nehmen. Und das ist ja eine Veranstaltung, die nennt sich ja Algorithmen und Datenstrukturen. Jetzt machen wir uns Gedanken zu einer, sag ich mal, effizienten Datenstruktur, dass wir diese Laufzeit runterkriegen auf auch O von n log n. Ja? Und wir werden vermutlich heute am Ende der Veranstaltung feststellen, besser als das wird es auch gar nicht gehen beim Sortieren. Ja? Das Ganze nennt sich Heapsort und um Heapsort zu erklären, gucken wir uns erstmal an, was ein binärer Baum ist. Ich glaube, da male ich auch wieder hier so ein bisschen was, hatte ich mir überlegt. So, was ist ein binärer Baum? Haben Sie das schon mal kennengelernt? Das ist halt eine Aufteilung in zwei Äste oder Blätter, wie man es nennen will. Jeweils immer zwei, also ein vollständiger binärer Baum hat jeweils immer zwei Knoten, zwei Kanten. Genau. Und das? Also, es ist erstmal irgendwie eine Datenstruktur, um beispielsweise Dinge abzulegen. Bestehend aus so Knoten. Kanten. Ja, in die Knoten kann ich irgendwas reinpacken. Könnte ich jetzt beispielsweise Zahlen reinschreiben. Und die Idee wird natürlich sein, dass wenn wir jetzt hier Zahlen verwenden, dass wir sozusagen uns, wenn wir hier einfach, ich will jetzt hier nicht einfach nur Zahlen, Mist. Wenn ich jetzt hier einfach nur Zahlen eintrage, 1, 5, 16, 14, 2, ist ein bisschen klein, ne? So, ein bisschen größer. 2, 9, das nehmen wir nochmal, 3 und so weiter. Also das ist sozusagen, wenn ich einfach nur Zahlen da blind eintrage und irgendwie keine Struktur sozusagen damit verfolge, dann hilft mir das natürlich relativ wenig. Also muss ich mir irgendwie Gedanken machen, dass ich die Informationen strukturiert ablege. Und dann machen wir mal irgendwie eine andere Ordnung da drinne. Habe ich das Ding ein bisschen klein gemalt. Muss ich normal malen hier. Zack, zack, zack. Wenn ich beispielsweise das wie folgt aufbaue, ich trage jetzt einfach mal ein paar Zahlen ein, die mir jetzt gerade so in Sinn kommen. Sagen wir mal hier die 12. Und hier tragen wir mal die 9 ein, hier tragen wir mal die 16 ein, hier tragen wir mal die 14 ein, die 15, die 13. Hier kommt mal die 11 rein, die 10, die 6, die 7 und die 2. Was haben wir hier noch? 16, nehmen wir mal die 20, die 18 und die 22. Welche Struktur habe ich? Hier fehlt mir noch irgendwas. Der bleibt mal leer. Der muss also nicht immer so vollständig gefüllt sein. Was für eine Struktur beim Einfügen habe ich jetzt sozusagen hier verfolgt? Ist Ihnen das aufgefallen? Also nach links ist immer die kleinere Zahl, nach rechts
Genau, also hier ist es sozusagen immer kleiner auf dieser Seite. Immer wenn ich nach links gehe und wenn ich nach rechts gehe, ist es immer irgendwie größer. Ja, und wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich suche jetzt ein bestimmtes Element, sagen wir mal, wir suchen die 15, ja, dann kann ich das hier relativ einfach machen. Ja, in einem Array, wenn ich die Zahlen einfach in einem Array hätte, ja, dann müsste ich einmal der Reihe nach durchgehen. Aber in dieser Struktur, wenn ich jetzt beispielsweise die 15 suche, schauen wir mal hin, suche 15, ja, und die Vorstellung ist natürlich, dass wir jetzt irgendwie noch weitere Informationen an der 15 dranhängen haben. Beispielsweise ist das Ganze sozusagen wieder eine Personendatei und wir suchen die Person mit der ID 15 und möchten von der gerne beispielsweise die Adresse wissen. Dann müssen wir gucken, haben wir die 15 hier drin, um dann die Informationen auszulesen. Ja, und wenn wir das machen, gucken wir einfach hier nach. Oder ist ein bisschen groß. Den machen wir mal ein bisschen kleiner, den Punkt. Wenn wir jetzt hier nachgucken, naja, 12 ist kleiner als die 15, also wenn die 15 da ist, müssen wir hier runter gehen. Ja, weil die ist auf jeden Fall dann im rechten Teil dieses Baumes. Dann vergleichen wir sozusagen die 15 mit der 16. Ja, okay, 16 ist größer, also muss die 15, wenn sie da ist, muss sie in diesem Teil des Baumes sein. 14 ist kleiner als 15, also müssen wir wieder nach rechts gehen. Und siehe da, wir haben die 15 gefunden. Ja, und alles andere müssen wir gar nicht betrachten. Wir können also sozusagen direkt in diesen Baum einsteigen, um beispielsweise, wenn wir eine Information suchen. So, dann haben wir jetzt sozusagen so ein paar Begrifflichkeiten, Knoten, Kanten. Dann interessiert einen typischerweise so die Höhe von so einem Baum. Das ist die Höhe des Baumes und man spricht auch von sozusagen der Tiefe eines Knotens. Höhe 0, Höhe 1, Höhe 2, Höhe 3. Ja? Baum der Höhe 3, da habe ich sozusagen drei Kanten oder Weglänge zu dem am weitest entfernten Knoten. Das ist entspricht sozusagen der Höhe. Ja? Also sozusagen, wie viele Kanten muss ich verzweigen, um sozusagen zu dem am tiefst unten liegenden Knoten, oder was ist sozusagen der längste Weg im Baum? Ja, also beispielsweise der Weg von der Wurzel, man nennt das Ding hier oben die Wurzel, oberster Knoten ist der Wurzelknoten. Die unteren Knoten ohne Nachfolger, das sind die Blätter. So nennt man das. Ja, und sozusagen die Tiefe, die Höhe war ich ja gerade dabei, ja, das ist sozusagen der längste Weg von der Wurzel bis zu einem Blatt, der überhaupt existiert. In diesem Fall ist sozusagen der längste Weg, hat immer die Länge 3, also darum hat der Baum die Höhe 3. Und die Tiefe, das ist sozusagen die Information, die steckt an den Knoten dran. Ja, wie lang ist der Weg von der Wurzel bis zu diesem speziellen Knoten? Ja, also auch hier beispielsweise die Tiefe von dem Knoten 15 hätte auch sozusagen den Wert 3. Ja, ich glaube, andere Begriffe brauche ich im Moment noch nicht. So, und wir werden uns jetzt diese Datenstruktur sozusagen zunutze machen, um das mit dem Verfahren, was ich Ihnen eben skizziert habe, den Selection Sort sozusagen zu verknüpfen, um dann einen Sortieralgorithmus zu entwickeln, der auch eine Laufzeit von O von n log n hat. Und zwar, wir betrachten jetzt eine vereinfachte Form von diesen binären Bäumen. Und zwar das ganze Ding nennen wir Heap. Ein binärer Heap, auch zwei Heap, ist ein linksvollständiger binärer Baum, in dessen Knoten die zu sortierenden Elemente stehen. Linksvollständig heißt der, das habe ich noch nicht benannt, wenn ich sozusagen jetzt hier ich male jetzt nur mal die Struktur des Baumes auf. Also der Baum ist nicht linksvollständig, den ich da gemalt habe. Wenn ich jetzt sozusagen, ich trage einen Knoten ein. Ich fülle jetzt sozusagen immer von links auf. Das heißt, das wäre sozusagen Baum oder ein Heap mit einem Element. Heap mit zwei Elementen. Heap mit drei Elementen. Heap mit vier Elementen. Heap mit fünf Elementen. Also ich fange sozusagen immer von links an und trage die Elemente da oder hänge die Elemente einfach dran. Heap mit sechs Elementen, sieben Elemente, acht Elemente. Und ich dürfte jetzt nicht
beispielsweise hier einfach was dranhängen. Das wäre kein linksvollständiger Baum. Ja, also linksvollständig heißt, ich fülle den immer von links auf. Das wäre also nicht erlaubt, das nehmen wir mal wieder weg. Sondern der nächste, den ich eintrage, wäre hier. Dann hier und so weiter. Ja? Das ist sozusagen Linksvollständigkeit. Also ein binärer Heap ist ein linksvollständiger binärer Baum, in dessen Knoten die zu sortierenden Elemente stehen. So, und die haben jetzt eine bestimmte Eigenschaft. Und zwar die folgende. Für jeden Knoten außer der Wurzel gilt das folgende, dass der Wert des Knotens ist höchstens so groß wie der Wert eines Vorgängers. Wenn ich auf einen Knoten zugreife, ja, mache ich das jetzt gleich auch. Ich werde gleich zeigen, wie man diese Heap-Struktur in einem Array abbilden kann. Darum verwende ich hier schon diesen Zugriff, wie wir das bei dem Array haben. Ja, und mit Parent von i, da meine ich immer, wenn ich jetzt wieder hier auf diese Struktur gehe, wenn das beispielsweise hier der Knoten i ist, ja, dann wäre Parent von i, wäre das hier. Das ist sozusagen der Knoten, der da drüber liegt. Also das ist diese Heap-Eigenschaft. Der Wert eines Knotens ist höchstens so groß wie der Vorgänger oder der Vorgängerknoten ist immer größer als die Nachfolger. Wenn ich jetzt beispielsweise hier einfach mal ein paar Werte eintrage, nehmen wir mal hier irgendwie die 16, dann dürfen sozusagen die Werte, die jetzt hier in den Knoten, ich habe jetzt hier so kleine Indizes dran geschrieben, in dem Knoten mit dem Wert 2 und 3 oder mit dem Index 2 und 3 dürfen keine Einträge sein, die größer sind als die 16. Ja, also was beispielsweise zulässig wäre, wäre, wenn hier eine 14 steht und hier steht eine 10. Ja? Das würde hier diese Eigenschaft erfüllen, ja, dass sozusagen der Wert des Vorgängers ist immer größer als der Wert seiner beiden Nachfolger. Ja, und das setzt sich sozusagen durch den gesamten Baum so fort. Das heißt, in diesem linken Teil hier, in diesem Teilbaum, ja, da dürfen jetzt keine Werte stehen, also zumindest hier, die größer sind als die 14. Ja, da dürfte beispielsweise eine 8 dürfte hier stehen. Ja, 8 ist kleiner als 14, wäre zulässig. Hier dürfte beispielsweise eine 7 stehen. Das muss nicht sein, dass dieser Wert hier, die 7, ja, dass der kleiner ist als der, wie wir das eben hatten. Ja, das muss hier nicht zwangsläufig der Fall sein. Ich habe hier sozusagen nur eine Aussage über die Beziehung von einem Knoten und seinen beiden Nachfolgern. Mehr sage ich erstmal nicht aus hier mit dem Ding. Ja, und hier könnte jetzt beispielsweise, was haben wir hier noch drin stehen, irgendwas, was kleiner ist als 8. Hier steht auch wieder irgendwas. Und was steht hier noch, was habe ich mir überlegt, 9. Und 3. Ja, also das wäre beispielsweise eine zulässige Werte jetzt sozusagen, die diese Heap-Struktur berücksichtigen würden. Ja? Zur Folge hat das, dass der größte Wert im Heap, wo steht der? Der steht im Wurzelknoten. Ja? Das halten wir schon mal fest. Wie kann ich das Ding denn jetzt sozusagen in dem Array abbilden? Das geht ganz einfach. Genau, das kann ich wie folgt machen. Wenn ich jetzt beispielsweise diese Werte, die ich da gerade eingetragen hatte, schreibe ich nochmal hier rein. 16, 14, 10, 9, 3, 8, 7, 2, 4, 1. Ja, ich habe jetzt sozusagen mit diesen kleinen Nummern hier, habe ich die schon mal irgendwie so durchnummeriert. Ja, und zwar entsprechen die sozusagen dieser Regel hier, dass der erste Knoten, das ist meine Wurzel, ja, trage ich mal hier ein, das ist die 16. Wenn ich einen Knoten habe, dann ist sozusagen der linke Nachfolger
ist sozusagen der Index mal 2. Ja? Und der rechte Nachfolger ist 2i plus 1. Also für den Knoten i gilt, der linke Nachfolger ist 2i und der für den Knoten i ist der rechte Nachfolger 2i plus 1. Ja, gucken Sie sich das mal an hier. Ja, 1 hat sozusagen linken Nachfolger 2 und 3, also 2 mal 1 plus 1, 2 mal 1 plus 1, die 3. Der hier, 2 mal 2 ist 4, 2 mal 2 plus 1 ist 5. 2 mal 3 ist 6, 2 mal 3 plus 1 ist 7. Ja, also das ist sozusagen die Regel, wie ich im Prinzip diese Baumstruktur auf ein Array abbilde. Ja, und trage ich einfach mal hier ein. Ja, das wäre dann die 14, die 10, die 8, die 7, die 9, die 3, die 2, die 4 und die 1. Ja? Das heißt, was wir eben gesagt hatten, das ist immer so ein linksvollständiger Baum. Ja, und entsprechend wird sozusagen auch die Nummerierung erfolgt dabei. Ja, das ist das, was hier unten steht. Die Knoten werden von links oben nach rechts unten nummeriert. Ja? Ja, also von hier sozusagen in, ich kann das ja mal so andeuten, in der Reihenfolge werden die nummeriert. Ja, das ist sozusagen die Nummerierung, wie ich da vorgehe. So, dann brauchen wir noch zwei Werte. Und zwar zwei, was hab ich, wie habe ich die genannt? Einmal sozusagen habe ich das genannt MaxInt. Wenn das ganze Ding mein Feld A ist, dann bezeichne ich mit MaxInt von A das folgende. Ja, also in diesem Fall wäre das beispielsweise irgendwie hier 10. Und dann brauchen wir noch einen zweiten Wert. Heap-Index oder Heap-Int. Das ist die Anzahl der Elemente, die in A gespeichert sind. Ja, also wenn ich beispielsweise sage, so hier, ich habe nur so viele Elemente, ja, dann wäre sozusagen heap-int hätte den Wert 6. So, was haben wir jetzt hier? 9, mache ich wieder vollständig, 3, 2, 4, 1. Ich könnte das Ganze nennen wir mal hier max-heap. Ja, weil sozusagen der maximale Wert meiner Einträge, weil der sozusagen ganz oben steht. Ich könnte das Ganze natürlich auch umkehren, ja, und das alles sozusagen mit dem Kleiner hier machen. Zu einem Min-Heap, schauen wir mal hin, auch möglich. Wenn ich sozusagen das kleinste Element ganz oben habe. So, wie können wir jetzt diese Struktur verwenden, um zu sortieren? Das war ja eigentlich der Ausgangspunkt. Ne? Das ist jetzt erstmal nur irgendwie eine Datenstruktur, die wir da haben. Ja, das hat was von so einem Baum, wo wir eine gewisse Regel festgelegt haben, wie da überhaupt Werte eingetragen werden können. So, wie kann ich das jetzt verwenden, um zu sortieren? Hat jemand eine Idee bei dieser Struktur? Wenn in der Wurzel das größte Element steht, wir wollen wieder, wir haben bislang immer aufsteigend sortiert, das wollen wir auch jetzt machen. Was würden wir dann sozusagen, was müssten wir mit diesem Wurzelknoten machen? Wenn wir wissen, hier oben in der Wurzel steht das größte Element, was müssten wir damit machen? Wie bitte? Umhängen. Wo hängen wir es hin? An die letzte größte Position, also in der 3.
Das ist ja nicht die letzte Position. Gucken Sie mal auf die kleinen orangen Nummern. Was ist die letzte Position? Das ist hier, ne? Die 10. Also würden jetzt beispielsweise, wir könnten das, würden wir an diese Position bringen. Ja, wenn wir das, die malen wir mal da so in Rot dann hin. Ja? Und dann sozusagen mit irgendeinem Element tauschen, was wir dann hier oben reinschreiben. Wir könnten das beispielsweise mit der 1 da oben tauschen. Dann müssen wir zwei Dinge, dann wissen wir A, okay, das größte Element steht jetzt ganz hinten. Und wir müssen uns darum kümmern, dass sozusagen diese Hiebeigenschaft wiederhergestellt wird. Dass wir also sozusagen, wenn hier oben ein Element steht, dass wir gucken, ist das wirklich größer als seine beiden Nachfolger? Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir gucken, dass wir sozusagen das größere Element da oben hochkriegen. Ja? Und wenn wir das jetzt sozusagen hätten, wenn wir in dem Teil, ja, sozusagen das ist fertig, der Teil ist fertig, da steht jetzt die 16 drin, ja, und in dem übrigen Teil wieder die Hiebeigenschaft herstellen, dann wissen wir, dann haben wir das größte Element wieder hier und dann können wir das mit dieser Position, mit dem nächsten Element hier tauschen, an der, und zwar an Position 9. Ja, und so können wir schrittweise sozusagen von hinten, ja, wir wollen aufsteigend sortieren, aber wir gehen jetzt so vor, dass wir sozusagen schrittweise die größten Elemente in dem noch nicht sortierten Teil sozusagen nach ganz hinten bringen. Und um das zu machen, brauchen wir im Prinzip drei Dinge. Wir müssen einmal eine Routine haben, die nennen wir jetzt Bildhieb. Erzeugt aus einem ungeordneten Array einen Heap. Dann nennen wir das Ding Heapify. Was machen wir da? Stellt die Heap-Ordnung wieder her. Und wir brauchen irgendwie einen äußeren Rahmen. Das ganze Ding nennen wir dann Heapsort. So, fangen wir mit dem Ding hier an, Heapify. Ja? Und zwar machen wir mal die folgende Situation. Ich schreibe da jetzt einfach wieder ein paar Zahlen rein. 16, 4, 14, 7, 2, 8, 1, 10, 9, 3. So, an dieser Stelle hier ist diese Hiebeigenschaft verletzt. Ja, also wenn wir mal von oben durchgehen, 16 ist größer als die Nachfolger 4 und 10, das passt. Ja, 10 ist auch größer als seine beiden Nachfolger 9 und 3, aber 4 ist jetzt nicht größer als 14 und 7. Ja, also an der Stelle ist sozusagen unsere Hiebordnung verletzt. Da müssen wir jetzt irgendwie was tun. Ja, wie würde man jetzt vorgehen? Um sozusagen, wir müssen ja jetzt diese Baumstruktur nicht vollständig sortieren, ja, wie wir das eben eingangs gemacht hatten. Ja, das war ja sozusagen ein vollständig sortierter Baum, den ich Ihnen hier eben aufgemalt habe. Wo habe ich den denn? Habe ich den gar nicht mehr? Doch, der war im Prinzip, genau, dieser Baum, das war, der war im Prinzip sortiert. Andere Struktur als
sozusagen eben bei dem Heap, da stand das größte Element nicht oben, sondern da war der sozusagen in der Form sortiert, alles was größer ist als ein Knoten, das liegt rechts und alles was kleiner als ein Knoten ist, das liegt links, in dem linken Teilbaum. So, und jetzt wollen wir ja nur diese Heap-Eigenschaft wiederherstellen. Wo ist es? Da, da sind wir. Ja, das ist ja deutlich weniger als das, was ich da eben hatte. Ja, wie kriege ich das hin? Haben Sie eine Idee? Wenn ich die Situation habe, Heap-Eigenschaft heißt, ja, der Vater oder die Mutter, der Elternknoten ist größer als seine beiden Nachfolger. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Was kann ich machen? Genau, also ich würde jetzt beispielsweise den hier, die 4 mit der 14 vergleichen, ja, mit der 7 vergleichen. Ja, und ich würde dann, naja, ich muss die beiden dann auch irgendwie miteinander vergleichen, ja, damit ich das Größere von diesen drei Elementen oben in die Wurzel bringe. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise die 4 mit der 7 vertausche, das bringt mir nicht so viel, weil ja dann die 7 immer noch kleiner ist als die 14. Also ich muss diese drei Elemente betrachten. Ja, und das Größere der Elemente muss ich nach oben bringen. Wenn wir das machen, dann haben wir hier die 16 stehen, dann haben wir hier die 14 stehen, dann haben wir hier die 4 stehen, dann haben wir hier die 7 stehen, 10, das bleibt, 9, das bleibt auch noch so. Ja? Jetzt ist sozusagen... An der Stelle ist das erfüllt, an der Stelle ist es erfüllt, hier sowieso, das brauchen wir nicht markieren. Da war es verletzt. So, und jetzt haben wir das erreicht, jetzt ist es an dieser Stelle erfüllt, an der Stelle ist es erfüllt, an der Stelle ist es auch erfüllt, aber hier ist es immer noch verletzt. Was machen wir jetzt? Das gleiche nochmal. Ne? Wir würden jetzt wieder sozusagen das Element 4, was wir hier an der Position 2, ja, das kleine Orange 2 hatten, das lassen wir jetzt sozusagen so weit nach unten in den Baum verschwinden, ja, bis dass die Heap-Eigenschaft erfüllt ist. Das heißt, wir würden hier die 4 wieder mit der 2 und der 8 vergleichen und sozusagen das Größere oder das Größte dieser drei Elemente nach oben bringen. Dafür brauchte ich dann dieses Ding nochmal. Die male ich jetzt mal hier hin. Ich muss das andere gleich sparen. Das heißt, dann würden wir die 16 nehmen, die 14, die 10. Hier käme die 8 hin, die 2, die 4. 7 bleibt, 1 bleibt, 9 bleibt und 3 bleibt auch. Ja? Und dann hätten wir sozusagen Heap-Eigenschaft erfüllt. Ja? Das heißt, an der Stelle, wo wir diese Heap-Eigenschaft verletzen, das Element nehmen wir und lassen wir sozusagen so schrittweise nach unten laufen. Das ist sozusagen das Stückchen Programmcode dafür. Ja, an dem Knoten I ist sozusagen die Heap-Eigenschaft verletzt. Ich nehme den linken und den rechten Nachfolger. Ja, also mit Left und Right greife ich einfach auf die Nachfolger zu. Dann hatten wir ja dieses Element Heap Int. Das ist sozusagen die Anzahl der Elemente, die sozusagen in dem Heap eingetragen sind. Ja, also ich vergleiche sozusagen AL und AI, das aktuelle Element. Wenn AL größer ist, dann setze ich diese Variable Max. Setze ich auf L, also Max ist sozusagen der Speicher, in dem ich das größte Element dieser drei Elemente aus I, L und R sozusagen speichern werde. Ja, wenn das L, das linke, der linke Nachfolger größer ist als das I, dann speichere ich mir das L in dem Max. Wenn das I größer ist, das war ja hier in dem Fall, was hatten wir da eben? Wir hatten die 4, die 14 und die 7, das war die Situation, ja, das ist I, das ist L, das ist R, genau,
So, das Größere von 4 und 14 speichere ich mir in Max. Dann das Gleiche nochmal mit dem rechten Nachfolger. Ja, in dem Fall wäre das Max, in dieser Situation wäre jetzt hier die 14 gewesen. Ja, und dann vergleiche ich die 7 mit der 14, ja, und stelle fest, okay, 7 ist kleiner als 14. Ja, und dann vertausche ich AI und AMAX, also diese beiden Elemente, bringe also das her, diese Situation 14, 4 und 7. Ja, und dann muss ich mich darum kümmern, dass alles, was hier drunter ist, dass das halt auch noch die Hieb-Eigenschaft erfüllt ist und erfüllt. Und das machen wir mit einem rekursiven Aufruf. Ja. So, also wir haben jetzt irgendwie gelernt, wie wir die Hieb-Ordnung wiederherstellen, wenn sie verletzt ist. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir denn initial überhaupt so eine Hieb-Struktur bekommen. Und stellen wir uns mal das Folgende vor. Wir hätten hier die folgenden Werte drin. Vier, eins, drei, zwei, 16, 9, 10, 14, 8 und 7. Ja, das ist jetzt irgendwie die Zahlenfolge, die es zu sortieren gilt. Ja, wenn ich die jetzt mal hier abbilde mit dieser entsprechenden Regel, die wir da eben hatten, 4, 1, 3, 2, 16, 9, 10, 14, 8 und 7. Ja, dann wissen wir, dass der und der und der und auch der und auch der die Hiebeigenschaft erfüllen, weil sie nämlich keinen Nachfolger haben. Ja? Also diese grün markierten Knoten haben keine Nachfolger. Diese grün markierten Knoten, da sind sozusagen uns hier einelementige Teilbäume, die erfüllen also die erfüllen bereits die Hiebeigenschaft. Und was fällt Ihnen jetzt ein? Wie können wir jetzt hier raus aus dem Dingen einen Hieb machen? Wir haben ja jetzt nur eine Routine, haben wir ja schon sozusagen gerade entwickelt, Heapify. Ja, mit der können wir die Hieb-Eigenschaft wiederherstellen. Die könnten wir doch jetzt hier irgendwie anwenden. Beispielsweise, indem wir sagen, okay, wir machen das mal da. Anschließend machen wir es da. Anschließend machen wir es da. Dann machen wir es da, dann machen wir es da. Ja, also wir bauen sozusagen von unten diese Hiebstruktur auf. Machen wir das nochmal an einem Beispiel. Wenn wir genau dieses Ding hier nehmen, ja, dann haben wir sieben, acht, 14, 4 und die 3. Ich male das hier nochmal an. Das ist bereits ein Hieb, das ist bereits ein Hieb, das ist bereits ein Hieb, das ist bereits ein Hieb. So, jetzt würden wir das Heapify auf den Knoten mit der Nummer 5 anwenden, ja, und würde festgestellt werden, okay, die 16 ist größer als die 7, also müssen wir da nichts ändern. Das heißt, das Ding erfüllt auch die Hiebeigenschaft. Jetzt wenden wir es auf den Knoten mit der Nummer 4 an, also auf den hier. Ja. Was würde da jetzt passieren? Die trage ich hier mal ein. Was würde passieren? 2 würde mit 14 und 8 verglichen werden. Das größte dieser drei Elemente würde nach oben gebracht werden. Das heißt, hier käme die 2 hin, die 8 bleibt hier stehen, hier kommt die 14 hin. Ja, 16 bleibt so, wie es ist, 7 bleibt so, wie es ist, 9 bleibt auch so, wie es ist. Der Rest bleibt erstmal so. Ja.
Das heißt, das hätten wir hier. Das hat die Heap-Eigenschaft schon erfüllt. Der auch, ja, weil darunter kommt ja nichts mehr. Und durch diesen Schritt haben wir an dieser Stelle jetzt auch die Heap-Eigenschaft erfüllt. Jetzt würden wir das Gleiche hier machen, ja, für den Knoten mit dem Index 3, der zufälligerweise auch die 3 ist. Wenn wir das machen, ja, auch da würde ich jetzt die 3 mit der 9 und der 10 vergleichen und das größte der drei Elemente nach oben bringen. Ja, und dieses Heapify arbeitet ja so, dass es sozusagen durch diesen rekursiven Abstieg diese Heap-Struktur erhält. Das heißt, wir hätten dann anschließend, hier ist die 4, hier käme jetzt die 10 hin, die 9, die 3 kommt dahin. Ja, 14, 1, 16, 2, 8, 7. Ja, und wir hätten die Heap-Struktur bis hierhin. Und noch ein weiterer Schritt. Ja, jetzt würden wir das für den Knoten mit dem Index 2 machen. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen was tun. Dieses Heapify angewandt auf diesen Knoten hier. Was würde das jetzt machen? 1 würde mit 14 und 16 verglichen werden. Das heißt, die 16 kommt nach oben. 14 bleibt hier. Der Teil bleibt so, bleibt auch so. Ja, die 1 würde dann durch diesen rekursiven Abstieg, es stünde erstmal hier so, dann würde ja Heapify rekursiv wieder aufgerufen werden an dieser Stelle. Und das würde dann dazu führen, dass 1 und 7 auch nochmal die Position tauschen. Das heißt, wir hätten dann hier die 7, hier die 1. Hier hätten wir weiterhin 10, 9, 3. Und die Situation wäre, dass wir an den grünen Positionen unsere Heap-Struktur oder diese Heap-Eigenschaft erfüllt hätten. Jetzt haben wir hier oben noch die 4 stehen. Ja, die ist jetzt noch nicht mit der Heap-Eigenschaft versehen. Ja, und das müssten wir jetzt auch noch machen. Es fehlt mir ein so ein Ding, das ist ja schade. Dann male ich das nochmal so hin. Also würden jetzt hier an dieser Stelle nochmal das Heapify aufrufen und das würde dann dafür sorgen, dass wir hier die 16 hinbekämen. Dieses Heapify rekursiv angewendet würde dazu führen, dass wir hier die 14 hätten. 10, 9, 3 bleibt so. Die 14, die 7 und die 1 bleibt auch so. So, dann hätten wir hier jetzt temporär die 4. Die würde wieder rekursiv aufgerufen werden. Das heißt, hier käme die 8 hin, hier käme die 4 hin und hier käme die 2 hin. Und wir hätten an allen Stellen unsere Heap-Eigenschaft erfüllt. Hm? Das hatten wir schon. Achso, das wollen wir gleich analysieren. Und das ist der passende Code dazu. Genau, das habe ich gerade eigentlich schon skizziert. Ja, also Algorithmus-Heap-Aufbau beginnt beim letzten Knoten, der kein Blatt ist, bis zur Wurzel wird Heapify aufgerufen. Und das ist dann einfach nur das. Ja, also ich gucke mir das. Ich gucke mir einfach an, wie viele Einträge habe ich in dem Array drin. Ja, und dann sozusagen ab dem Knoten, der kein Blatt ist, das ist halt n halbe nach unten abgerundet, rufe ich einfach nur die CPFI auf. Genauso wie ich es gerade skizziert habe. So, das sind eigentlich die beiden wesentlichen Routinen. Das haben wir gerade gemacht, das Beispiel. So, und der eigentliche Algorithmus sieht dann wie folgt aus. Ich fange an, dass ich mir einmal die Heap-Struktur aufbaue, initial. Also ich habe sozusagen mein Array, was unsortiert ist. Ich baue mir einmal initial die Heap-Struktur auf. Ja, und dann machen wir sozusagen genau das, was wir eben bei dem Selection Sort vom Prinzip her gemacht haben. Ja, da hatten wir ja die, jetzt male ich hier nochmal hin,
Bei dem Selection Sort hatten wir ja gesagt, okay, wir haben hier einen Teil, der ist sortiert, hier ein Teil, der ist noch unsortiert. Und bei dem, wir haben es eben so gemacht, wir haben uns hier das kleinste Element rausgenommen. Ja, wir haben sozusagen den Extremwert aus den noch nicht sortierten Elementen genommen und den an die passende Stelle hier hingebracht. Ja, und jetzt machen wir im Prinzip genau das Gleiche. Der Extremwert ist halt jetzt der größte, weil wir jetzt sozusagen von hinten auffüllen. Hier haben wir von vorne aufgefüllt und wenn wir von hinten auffüllen, müssen wir halt das größte nehmen. Ja, und das machen wir hier. Nur wir müssen das jetzt nicht mehr suchen. Eben mussten wir dazu eine Schleife anwenden. Ja, wir wissen, das größte Element steht immer ganz oben. Ja, das ist nämlich das Element A1. Ja, und das vertausche ich einfach dann immer in einer aktuellen Position. Und dann sage ich, okay, das letzte Element, das brauche ich ja jetzt nicht mehr berücksichtigen, weil es ja das größte war, das habe ich nach hinten gebracht. Ja, darum reduziere ich sozusagen diesen Heap-Index um einen. Ja, und dann muss ich halt am Ende sozusagen diese Heap-Struktur einmal wieder herstellen. Das ist eigentlich der ganze Algorithmus. Und vielleicht gucken wir uns nochmal irgendwie so ein Beispiel an. Das war meine Folge. 16, 14, 10, die ist jetzt absteigend sortiert. Nee, stimmt gar nicht. 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1. Ja, das wäre sozusagen meine zu sortierende Folge, mein Feld A. Da baue ich jetzt sozusagen die Heap-Struktur auf. Das wäre wie folgt. 16, 14, 10, 8, 7, das ist also erstmal sozusagen initial in dieser Baumstruktur. Da müssen wir jetzt, wenn wir jetzt unseren Algorithmus durchgehen, müssen einmal initial sozusagen die Heap-Struktur aufbauen. Gucken wir mal, vielleicht passt das sogar rein zufällig gerade. Das passt zufällig gerade. Ja, habe ich vielleicht schon gerade so gemacht. Also 16, 14, 10, da ist die Heap-Struktur erfüllt. 14, 8, 7 passt auch. 8, 2, 4 passt auch. 7, 1 passt. 10, 9, 3 passt auch. So. Was machen wir jetzt? Also Build Heap, Schritt 1 ist erfolgt. Jetzt gehen wir sozusagen von hinten los, vertauschen das erste Element mit dem letzten Element. Ja, längs von A ist sozusagen das letzte Element. Reduzieren hier diesen Heap-Index und rufen dann rekursiv dieses Heapify auf. Das heißt, was wir machen würden, wir würden jetzt die beiden vertauschen. Das heißt, dann hätten wir hier die 1 stehen, die 14, die 10, die 8, die 7, die 9 und die 3, 2, 4 und die 16. Ja, das Ding ist sortiert und wird gleich nicht mehr berücksichtigt. Wir müssen jetzt hier wieder die Heap-Eigenschaft herstellen. Das heißt, wir würden daraus dann machen, (14, 10, 9, 3). So, die 1 sinkt nach unten, da kommt die 8 nach oben, 7 und 16 bleibt. Da kommt die 4 hin, da kommt die 2 hin und da müsste die 1 hinkommen. Ja, das ist sozusagen Aufruf von Heapify. So, jetzt passiert genau das Gleiche. Wir haben sozusagen der nächste Schleifendurchlauf hier vor i längs a down to 2 würde um 1 reduziert werden. Das heißt, wir würden uns jetzt sozusagen das Element, was an dieser Position steht, mit der 14 oben vertauschen, ja, und hätten entsprechend dann zwischenzeitlich hier stehen 1, 8, 10,
4, 7, 9, 3, hier 2, hier kommt die 14 hin, hier kommt die 16 hin. Ja, hätten sozusagen den Teil und den Teil schon sortiert. Ja, und müssen jetzt wieder das Heapify aufrufen, um hier die Heap-Ordnung wiederherzustellen. Das wäre dann die 10, kommt nach oben. Die 1 sinkt nach unten, dann kommt hier die 9 hin, hier kommt die 1 hin, hier kommt die 3 hin. Der Baum bleibt so, wie er ist. 8, 4, 7, 2, 14 und 16. Ja, malen wir auch wieder hier schön an. Das heißt, um den Teil müssen wir uns nicht mehr kümmern. Ja, und dann geht das so weiter. Ja. Als nächstes würde also dann oben die 2 stehen. 8, 9, 4, 7, 1, 3. Hier hätten wir jetzt die 10, weil 2 und 10 hätten die Position getauscht. Hier steht weiterhin die 14, hier steht die 16 und die drei Elemente sind getauscht. Ja, das entspricht sozusagen das, was wir eben als, habe ich nicht mehr, das, die verschwinden, wenn ich die Notizen auf diesen Folien mache, dann sind die immer weg, die bleiben nicht erhalten. Also das ist sozusagen der Teil, was wir eben mit S bezeichnet hatten. So, wir müssen wieder die Heap-Ordnung herstellen. Die 2 sinkt nach unten, das heißt, nach oben kommt die 9, die 3, die 1 und die 2. Hier kommt die 8, die 4, die 7, 10, 14, 16. Und als nächstes, was passiert als nächstes? Wo kommt die 9 jetzt hin? Gucken, ob sie noch wach sind. An welche Stelle? Da, wo die 2 steht, genau, gefällt mir besser. Ja, was ist sozusagen, wir nummerieren die ja, wenn ich die durchnummeriere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, also wir gehen jetzt sozusagen bezüglich dieses Einsortierens des maximalen Elementes, gehen wir sozusagen jetzt von der 10 runter auf die 9, auf die 8, auf die Position 7, auf die Position 6 und so weiter. Das heißt, die 9 kommt nicht oben hin, sondern oben kommt dann die 2 hin. Da kommt dann die 3 hin, hier kommt die 1 hin, hier kommt die 9 hin, hier kommt die 8 hin, hier kommt die 4 hin, hier kommt die 7 hin, 10, 14, 16. Ja, der Teil ist sortiert. Und wir müssen die Heap-Ordnung wiederherstellen. Und in dem Fall würde die 8 nach oben wandern. Die 8 kommt nach oben. Die 7 kommt hier hin. Hier kommt die 4 hin. Hier kommt die 2 hin. Hier kommt die 10, 14, 16. Hier kommt die 3 hin. Hier kommt die 1 hin. Hier kommt die 9 hin. Ja. Der Teil ist sortiert. Und jetzt bringen wir die 8 an die Stelle der 1. Das heißt, die 1 kommt wieder nach oben. 7, 3, 8, 9, 4, 2, 10, 14, 16. Der Teil ist sortiert, müssen Heap-Ordnung wiederherstellen. Das heißt, die 7 kommt nach oben, die 4 kommt hier hin, hier kommt die 1 hin, hier kommt die 2 hin, hier kommt die 3 hin, 8, 9, 10, 14, 16. Und wieder kommt die 2 nach oben, weil die 7 nach unten kommt, 4, 3, 1, 2, 8, 9, 10, 14 und 16. Und sortiert ist
Ne, ich muss eine 7 hin, ne? Der Teil ist sortiert und so weiter und so fort. Und irgendwann, da müssen wir eine Hiebordnung wiederherstellen. Das heißt, da kommt die 4. Da kommt die 4 nach oben, die 2 kommt dahin, die 3 kommt dahin, die 1 kommt dahin. Dann haben wir 7, 8, 9, 10, 14 und 16. Dann kommt die 1 hier nach oben, die 2, die 3, die 4, die 7, 8, 9, 10, 14, 16. Das ist jetzt alles schon sortiert. Hier müssen wir die Hiebordnung wiederherstellen. Das heißt, die 3 kommt nach oben, die 2, die 1, die 7, die 8 und die 9, 10, 14 und die 16. Wir sind fast fertig. 1 kommt nach oben, 2 kommt nach oben, 3 kommt hier hin, 4, 7, 8. Sortiert ist jetzt der Teil. Hiebordnung wiederherstellen, ja, ist jetzt fast überflüssig, aber der Algorithmus wird es halt noch tun. Der sieht die Daten ja nicht so, wie wir das jetzt tun. Ja, also im nächsten Schritt würde nochmal die 2 nach oben kommen, die 1 kommt hier hin, die 3, die 4, die 7, die 8, die 9, 10, 14 und 16. Ja, das ist sozusagen nochmal der Aufruf von Heapify. Und jetzt kommt nochmal das Vertauschen. Das heißt, wir hätten oben 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14 und 16. An dieser Stelle hatten wir sortiert bis hier. Jetzt haben wir sortiert bis hier. Und wenn wir uns Abbruchbedingungen angucken, das geht bis down to 2. Ja, das heißt, wir sind an dieser Stelle fertig. Ja, das letzte Element, wenn wir sozusagen nur noch eins übrig haben, dann ist das natürlicherweise natürlich sortiert. Ja, und wir sind insgesamt fertig. Ja? Das ist Heapsort. Das müssen wir jetzt noch ganz kurz überlegen, wie aufwendig das Ganze ist. Und zwar gehen wir da zurück. Hierhin. Aufwand von dem Heapify. Wenn wir uns das hier angucken. Der Teil hier, konstante Anweisung. Oder konstanter Aufwand. Konstanter Aufwand. Vergleich hier, auch konstanter Aufwand. Auch konstanter Aufwand. Swap ist einfach nur so ein Dreieckstausch. Ja. Oder sagen wir mal, der Tausch der beiden Elemente sind irgendwie auch nur, hatten wir das letzte Mal schon, ist auch konstant. Und die Zeit, die irgendwie hier drin steckt, ist sozusagen, was passiert eigentlich, wenn ich dann das Ding nochmal rekursiv aufrufe? Wenn wir hier an dieser Stelle dieses Heapify aufrufen, ja, wie weit müssen wir runtergehen? Ja, das hängt also irgendwie ab davon, ja, sozusagen, wie tief dieses Element 1 nach unten sinken kann. Ja, an dieser Stelle war das sozusagen, ging das bis hier runter, ja, bis zu der 1. Die 1 tauscht die Position mit der 16. Ja, das machen wir hier in diesem ersten Teil. Vergleichen ja 1, 14 und 16, stellen dann fest, okay, die 16 muss nach oben, dann sinkt die 1 nach unten und dann rufen wir ja sozusagen das rekursiv wieder auf. Ja, und sozusagen der Aufwand
oder dieses rekursive Absinken, das hängt ab von der Höhe dieses Baumes. Also sozusagen der schlimmste Fall, der passieren kann, ist, dass sozusagen dieses Element nach ganz unten sinkt. Ja, in diesem Beispiel ist das jetzt hier gerade so, es sind aber auch nur zwei Elemente. Ja, also wir müssen hier sozusagen, wenn die 1 hier steht, rufen wir dieses Heapify in Zeile 10 nochmal auf, ja, dann wird nochmal getauscht. Das wird sozusagen hier das Ganze nochmal rekursiv aufgerufen. Ja, also sozusagen der Aufwand, der entsteht, ist proportional zur Höhe dieses Baumes. Also ist wäre der Aufwand O von H. Ja, wie hoch kann denn so ein Baum maximal sein? Das ist wieder log n. Ja, das heißt, Höhe kann maximal oder L gehen. Das heißt, der Aufwand, den wir hier haben, ist O von log n. Genau. Wie sieht das aus mit dem Build Heap? Wie aufwendig ist das? Das ist eine einfache Schleife, ja, auch wieder hier konstanter Aufwand. Dann haben wir eine einfache Schleife, n halbe, mit dem Aufwand von Heapify hatten wir gerade als log n. Das heißt, ganz grob skizziert ist der Aufwand. N log n. Das ist aber sehr, sehr grob abgeschätzt. Ja, weil wir haben ja hier auch nur n halbe. Es lässt sich sogar zeigen, man kann zeigen, das will ich aber jetzt nicht machen, dass man das insgesamt in O von n hinkriegt. So, dann haben wir den Aufwand noch von dem eigentlichen Heapsort. Wie aufwendig ist das? Wenn wir sagen hier, das ist, nehmen wir ruhig diese grobe Abschätzung n log n, ja, von der Zeile 1. Dann haben wir den Teil hier. Ja, das ist auch konstant, das Dingen. Das ist konstant. Ja, da haben wir gerade gesagt, das ist log n. Wir haben eine Schleife, die geht über die Länge von n. Das heißt, das ist auch O von n log n. Ja? Vom Aufwand her. Das heißt, insgesamt ist der Aufwand O von n log n. Ja? Das ist das, was wir bei den anderen Algorithmen auch hatten, bei Merge Sort. Da hatten wir den Nachteil, wir brauchen zusätzlichen Speicherplatz. Bei dem Quicksort hatten wir im Mittel auch O von n log n, im Worst Case aber nicht. Ja, und bei dem Algorithmus ist es jetzt tatsächlich so, wir brauchen keinen zusätzlichen Speicherplatz und wir haben immer die Laufzeit O von n log n.